Ein wunderschönes Hallo und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr wollt wissen, wo es in Palma gute Cafés gibt. Ja, das wollen wir auch wissen und wir haben richtig Bock auf guten Kaffee, deswegen machen wir uns jetzt auf die Suche und sehen uns gleich in Palma. Jetzt sind wir in Palma. Das Wetter ist viel besser als gedacht. Falls ihr das noch gar nicht wusstet, wir sind beide Baristas und wollten eigentlich vor der Van-Reise unser eigenes Café eröffnen. Aber den Umständen entsprechend haben wir es dann nicht gemacht. Und deswegen sind wir immer auf der Suche nach neuen guten Cafés. Das Café, was wir uns jetzt ausgesucht haben, das hat auch Frühstück und da gehen wir jetzt hin, weil wir haben noch nichts gegessen. Ja, freue mich. Und den ersten Tipp, den wir euch geben können, ist, sucht in der Stadt oder in der Umgebung, in der ihr seid, nach drei Begriffen für gute Cafés. Einmal Specialty Coffee. Zweimal. Zweitens. Roasteries. Genau, Röstereien. Und der dritte Suchbegriff wäre zum Beispiel Third Wave Coffee. Das sind die Begriffe, die wir immer suchen. Und im Laufe des Videos gibt es noch ein paar weitere Tipps. Aber jetzt geht's erstmal zum Frühstück. Truth is hard to bear, sometimes I'm told. Hope builds up as we grow old. Grab a ropes and be an extra hope. Das ist so cool, die machen den Kaffee vorne dran, also nicht hinter der Bar. Das heißt, die Kaffeemaschine ist in den Gang gerichtet. Normalerweise ist es immer andersrum. Dann sieht man eigentlich die Baristas gar nicht. Aber die machen hier so direkt vorne dran den Kaffee. Voll cool, bin mal voll gespannt. Und wir haben natürlich den Platz direkt vorne dran. Wir müssen das ja alles unter Kontrolle haben. War richtig schön in dem Café. Sind auch schon auf dem Weg zum nächsten. Jetzt hat es angefangen zu regnen, also perfektes Kaffeewetter eigentlich. Ja. Ich hatte einen Cold Brew, der richtig gut war, und du hattest einen Flat White. Ja. Beides, der Flat White war mit Hafermilch und beide Cafés aus Äthiopien. Also können wir auf jeden Fall mal empfehlen. Wir werden zum Schluss nochmal ein Fazit machen, welches. Wir haben auch sehr lecker gegessen. Ja, das haben wir auch sehr lecker gegessen. Stimmt, das war sehr gut. Und zum Schluss werden wir noch ein Fazit machen, welches Café uns am besten gefallen hat. Genau. Und jetzt geht's mal ins nächste Café. Übrigens verlinke ich euch alle Cafés, die wir besuchen, beziehungsweise ich schreibe euch die Namen einfach in der Videobeschreibung hin. Dann könnt ihr euch eure Cafés auch selber aussuchen. Ja, auch ein sehr, sehr schönes Café. Wir sind dann zwischenzeitlich dann reingegangen, weil es draußen ein bisschen frisch wurde und es auch geregnet hat. Und jetzt haben wir halt nur zwei Kaffee mit Milch, Con Leche getrunken. Und jetzt geht's weiter zum nächsten. Fragt euch wahrscheinlich, warum wir so ein großes Ding draus machen, in so Spezialitäten-Cafés einkaufen zu gehen und auch unseren Kaffee, den wir immer in Rösterei holen, warum uns das so wichtig ist. Also, es ist natürlich so, dass Kaffee auf dem Weltmarkt viel zu günstig ist. Und in so Spezialitäten-Cafés hat man häufiger eine kürzere Lieferkette. Und das bedeutet, dass die Röstereien, die den Kaffee rösten, ganz häufig halt auch die Farm kennen, wo der Kaffee herkommt. Und somit können wir den Bauer unterstützen. Und zudem schmeckt der Kaffee unserer Meinung nach auch viel, viel besser. Also,
Wenn ihr guten Kaffee trinken wollt, sucht immer nach Spezialitätencafés. David hat es vergessen. Zudem wird es auch noch nachhaltiger gewirtschaftet, weil dann halt einfach nicht so viel Monokultur ist von ganz riesen Plantagen, die halt nur die gleiche Kaffeepflanze haben. Und genau, dass das halt einfach so ein bisschen mehr Mischkultur ist, kleine Farm und nicht die ganze Erde halt auch zerstört wird. So, wir sind jetzt in einem Platz, wo gleich zwei Cafés sind. Einmal Café Rafa und einmal Café de Cycliste. Und jetzt können wir uns nicht entscheiden, in welches wir gehen wollen. Also spielen wir Schnack, Schnuck oder was? Ja, wie immer bei wichtigen Entscheidungen. Okay, ne? Du sagst, wo willst du hin? Ja, ich nehme dann Rafa. Okay, ich nehme dann de Cycliste. Okay. De Cycliste. Okay, spielen wir Stein, Schere, Papier. Mhm. Schere, Stein, Papier. Papier, Stein, Schere. Mhm. Okay, hoffentlich gewinnst du nicht, weil du gewinnst immer. Mhm. Okay, Schnick, Schnack, Schnuck. Oh, Papier auf Papier. Schnick, Schnack, Schnuck. Okay, du hast gewonnen. Ab ins Rafa. Komm, ich trinke. Und? Diesmal haben wir einen Espresso. Wow, sehr lecker. Wir teilen uns den. Sonst kriegen wir noch einen Coffeeschock. Weniger deswegen, sondern wir sind ja am Überlegen, ob wir im Sinne des Videos nicht auch in das andere Café gehen. Ja, wir machen. Lass mal gucken, was für Bohnen die haben. Wenn die wieder Mistral haben, brauchen wir nicht noch einen. Okay, jetzt musst du erklären, wer ist Mistral? Mistral ist eine Rösterei hier auf Palma und sehr viele Kaffees haben diesen Kaffee, der auch sehr, sehr gut ist. Ja. Und manchmal aber so eigene Röstungen, ne? Eigene Blends und Zusammenstellungen. Genau, ja klar, da gibt es ja verschiedene Bohnen und sowas, deswegen und ist es nicht immer der gleiche Kaffee. Und schmeckt halt auch anders aber in den Cafés, ja, ne? Weil die andere stimmt. Kaffeemaschinen haben. Hast du auch recht, ja. Je nachdem, wie man das zubereitet, stimmt auch. Okay, wir werfen da mal einen Blick rein. Mal schauen, ob wir uns was holen, aber man kann ja wenigstens mal reinschauen. Ja, auf jeden Fall. Okay, das ist Kaffee Nummer 4 für heute und der schmeckt auch sehr lecker, auf jeden Fall, sehr gut. Ist aber auch von Mistral, von der Rösterei. Trotzdem schmeckt man Unterschiede, weil alle unterschiedliche Bohnen benutzen und auch andere Maschinen haben. Wir machen den jetzt hier fertig und gehen ins nächste Kaffee und ich glaube, das ist dann auch das letzte für heute. Aber da werden wir auch wieder was Kleines essen, weil wer viel Kaffee trinkt, muss auch viel essen. Cheers! Call me out, tiger. Call me out, why don't you laugh? Lift me up higher. Above the clouds, won't you love? When the scenery is right, go right in. I wanna fall deep within. Wir haben es jetzt noch gerade so zum Kaffee geschafft und wir durften aber noch to go eins mitnehmen und der schmeckt einfach so lecker. Nach was schmeckt denn deiner? Meiner ist fruchtig und schmeckt nach, keine Ahnung. Nach leckerem Kaffee. Ab in den nächsten Koffeintempel. If there is something we need, it's a leap of faith. Step away from the comfort zone and be a little brave. So take a look around you. How far can you see? How far do you think you can run? Standing on your knees. It's a beautiful world out there.
and just don't pass on the dare. If you have the will and a moment to spare, it's a beautiful world out there. It's a beautiful world out there. It can be a bit frightening, something you don't know. You need a little enlightening, it'll make you grow. It's a beautiful world out there, just don't pass on the dare. If you have the will and a moment to spare, it's a beautiful world out there. It's a beautiful world out there. Oh, it's a beautiful world out there, just don't pass on the dare. If you have the will and a moment to spare, it's a beautiful world out there. Unsere Kaffeetour ist jetzt beendet. Ja, das reicht jetzt erstmal heute für Kaffee. Also ja. Ich glaube, wir haben nicht alle Kaffees, oder ich bin ganz sicher, dass wir nicht alle Kaffees geschafft haben, aber ja. Palma hat wirklich richtig viele tolle Kaffees. Genau, ihr könnt ja auf jeden Fall auf eine großartige Entdeckungstour gehen. In allen Cafés, in denen wir waren, haben alle eine richtig gute Arbeit gemacht. Total. Also wir wurden immer freundlich bedient und toll beraten. Die haben auch alle Ahnung. Also wirklich richtig, richtig cool. Und auch alle Cafés, die jetzt hier in dem Video vorkommen, können wir einwandfrei empfehlen. Ja. Aber wir haben natürlich einen Favoriten. Unser Favorite auf Platz 1 ist La Molienda. Genau. Das fanden wir ganz toll da. Die rösten auch selbst. Die haben zwei Cafés sogar hier auf dem Palma. Richtig, ja. Und die Arbeitsatmosphäre war toll. Ja. Der Kaffee war super. Wir haben uns da auch Kaffee gekauft. Und so das Ganze, so das im Ganzen hat das Ganze, einfach am besten die ganze Atmosphäre gefallen. So von wirklich allem war tipptopp. Also wir hoffen, euch hat das ein bisschen geholfen für euren Trip nach Mallorca. Und ja, ich würde sagen, wir beenden jetzt das Video an dieser Stelle und schauen wir mal, wie wir heute Nacht schlafen werden. Ich habe schon ganz schön Herzrasen, Leute. Und wir hoffen, es hat euch gefallen. Freuen uns natürlich über einen Daumen nach oben und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann abonniert doch einfach unseren Kanal. Genau. Ja. Also, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi. Tschüss.